Crimson, heute machen wir Jagd auf Julem Dama. Dieser Scharnierschädel hat hier schon zu viele gute Soldaten getötet, einschließlich der Spartans von Castle. Heute tun wir den ersten Schritt auf dem Weg zu unserer Rache. Na, das klingt doch gut. Und damit... Ich habe herausgefunden, warum auf Requiem so wenig Alifunkverkehr herrscht. Fast ihre gesamte Kommunikation läuft über das Blutsväternetzwerk. Mit der Hilfe unserer Computerfreaks werden wir ihre Leitungen anzapfen und uns ein wenig umhören. Miller, zeigen Sie Crimson den Weg. Yes, ma'am, Palmer, ma'am. Aber zuerst mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Spartan Ops von Halo 4. Also, hier waren wir jetzt schon zweimal. Jetzt sind wir dreimal da. Crimson, achten Sie auf die Geschütze. Wir sollten mal über Ihren zwanghaften Drang reden, Crimson ständig sagen zu müssen, wer Sie beschießt. Ich habe die Ausrüstung noch mal ein bisschen gewechselt. Einen Moment. Ich sollte irgendwo noch Abwurfzonen einstellen können, dass ich so Abwurfgebiete habe, wo ich Gegenstände abwerfen kann. Und ich habe so ein Energiefeld, das mir die Lebenspunkte, Regeneration garantiert und verstärkt. Damit man weniger stirbt. Und ich auf alle Fälle. In den letzten paar Folgen hatte ich ja das Geschütz dabei. Das fand ich eigentlich ganz gut bislang. Aber ich wollte mal was Neues ausprobieren. Klingt ultra geil. In dem Feld. Da klebt dir was am Schädel. Bye bye. Ich brauche unbedingt mehr Waffen. Also was heißt hier mehr Waffen? Ich brauche einen verdammten Nachschub. Wie kriege ich den elenden Nachschub? Sieht es an der Farbe der Schilde, wann sie etwa zerbrechen. Wenn sie nämlich heller werden. Wenn der Schild heller wird, ist er kurz vor dem Zerfall. Komm, komm, komm. Verdammt. Also gut, wir gehen ein bisschen näher ran. Schalten ein paar Schilde aus. Ja, deine Angst. Doch Angst hilft dem Krieg nicht, Kumpel. Ja, es wäre schön gewesen, wenn ich da ein bisschen vorgewarnt worden wäre. Sapper Blut nochmal. Du heiliger Stürf! Zellut. Das Gebiet ist noch nicht sicher. Ich markiere die letzten Ziele. War ein Meisterstück. Der Forschung zufolge ist dies eine geeignete Stelle für die Abhöranlage. Sehen Sie was, Crimson? Die Forschung denkt, dass da der Schalter sein könnte. Da
Dann sehen wir mal, ob die Eierköpfe wissen, was sie davon sich geben. Wo ist da? Achso, da vor meiner Schnauze. Crimson hat ein paar Pylone aktiviert, Commander. Wenn die Forschung recht hat, können wir so die Allies abhören. Hoch da, Crimson. Ich will wissen, was die Allianz zu sagen hat. Shit. Crimson, ich gebe Ihnen ein paar Ziele zum Aktivieren. So sollten wir freien Zugang zum Flugverkehr erhalten. Oh, das sind mehr als gedacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Hierhin. Schild. Und jetzt töten. Naja, Jungs, jetzt kriegt ihr mich so schnell nicht mehr klein. Aber sie spammt mich zu mit Granaten, was sie gerade macht. Finde ich nicht gut. Scheiße. Okay. Prima Munition her. Dankeschön. Da steckt was in deinem Schädel drin. So. Diese verdammte Allianz. Aber ich kämpfe viel lieber gegen die Allies als gegen die Prometheaner. Prometheaner kann ich nicht leiden. Alles klar. Miller, leiten Sie das weiter an den Nachrichtendienst. Crimson, zurückfallen zum Abzugspunkt. Das war gute Arbeit. Wir haben trotzdem wieder feinen Kontakt. Crimson, ein Phantom bewegt sich auf Sie zu. Was zur Hölle? Sie sind doch sonst ein so eifriger Luftraumüberwacher. Allianzflieger tauchen kurz auf und verschwinden wieder. Ich weiß nicht, was da los ist. Dann finden Sie es raus. Ja, bitte sehr. Das ging zu schnell. Habe ich direkt die Beine gebrochen. Commander, alle meine Diagnoseprogramme zeigen grünes Licht. Die Allies müssen wohl Störsender auf einem der Schiffe haben. Commander Palmer an alle Feuerteams. Möglicherweise entziehen sich Allianzflieger ihrer Ortung. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre Ausrüstung. Nutzen Sie Ihre Augen. Lass mich in Ruhe, Großer. Wir haben hier unten noch Flakgeschütze, wenn ich mich richtig genau. Na, Kumpel. Jetzt sind wir gleich auf. Du und ich. Komm zu Papa. Dankeschön. So macht man das hier als Spartan. Oh, das sind viele Feinde auf einem Haufen. Hau sie weg. Aha. Was? Ich bin gar nicht so viele gestorben, wie ich gedacht habe. Jetzt sollten wir es dann aber haben, oder? Scheiße. Das sind Eliten, da komme ich nicht mit einem Headshot gegen an. Raffiniert, die Position auf einmal zu wechseln. Die hat mich fast erwischt. Haben wir ein Problemchen. Kann ich nur Menzen Magazine kann ich da auffüllen. So. Jetzt schneide ich mich mal in zwei Stück Elite. Wir haben noch mehr. Ich habe nur ein gutes Gefühl dabei. Keine Zeit zum Ausruhen. Da sind noch mehr Feinde auf dem Weg zu Ihnen. Wie unerwartet.
ich eigentlich keine Nachschub? Lieferung oder so? Aber ein Päckchen vom Himmel, Mensch. Ich hätte hier gerne ein bisschen Unterstützung von meinen Armeekameraden. Nochmal ein Schiff. Sie noch nicht genug habt. Was steigt aus? Na super. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück. Oh shit. Da habe ich einen Karabiner. Ich will den Karabiner haben. Danke sehr! Komm, komm, komm. Danke. Der Karabiner ist geil, weil er so brutal schnell ballert. Macht aber nicht ganz so viel Schaden. Eine menschliche Waffe. Das Gebiet ist noch nicht sicher. Ich markiere die letzten Ziele. Ich sehe, dass das Gebiet noch nicht sicher ist. Ich habe selber Augen im Kopf. Uff. Der hat mich böse gestickt. Ganz böse gestickt. Sie gut. Dann halt auf die alte. Ich nehme die den Schild weg und gebe den Kopfschussstrategie. Das sind aber ganz normale Grunties. Schild weg und. Achso, er stirbt auch so. Cool. Ah, wie wär's mit ein bisschen Nahkampf, Kumpel? Du dich. Nur für heute. Ausgezeichnet, Crimson. Tja. Pelican im Anflug, Crimson. Commander, aber wahrscheinlich den Störsender der Allianz lokalisiert. Er ist ziemlich nah an Crimsons Abzugspunkt. Sehr schön, Dalton. Dann schnappen wir uns das Teil.